2015 hat die künstliche Intelligenz AlphaGo Lee noch Monate gebraucht, um einen Menschen in einem der schwersten Strategiespiele überhaupt, nämlich Go, zu schlagen. Jetzt schon gibt es die nächste Version, AlphaGo Zero, und diese KI, also diese künstliche Intelligenz, ist unglaublich viel mächtiger als ihre Vorgängerin AlphaGo Lee. Sie brauchte nur 36 Stunden, um besser zu werden. Wie bitte? Also, weil es so vielen beim letzten Video viel Freude bereitet hat, wie ist die Lage? Jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Immer mehr Stimmen warnen vor der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz, kurz KI. SpaceX-Gründer und Tesla-Inhaber Elon Musk befürchtet, Zitat, die größte Bedrohung, vor der wir als Zivilisation stehen. Physiker-Genie Stephen Hawking sagt die Verdrängung des Menschen durch KI voraus und selbst führende KI-Experten und Expertinnen haben sich mit einem warnenden Brief an die Vereinten Nationen gewandt, indem sie eindringlich vor der Entwicklung autonomer Waffen mit künstlicher Intelligenz warnen. Auf jeden Fall ist KI unkalkulierbar. Sie kann, obwohl intelligent, rassistisch werden. Das ist passiert. Sie entwickelt ein Eigenleben, sodass sie abgeschaltet werden muss und sie überflügelt uns inzwischen mit Leichtigkeit. Und das muss man bei AlphaGo Zero wirklich sagen. Die Software ist so optimiert worden, dass sie wirklich fast unbegreiflich stark geworden ist. Und das, obwohl sie im Gegensatz zu ihrem Vorgänger überhaupt nicht mit bisherigen Go-Partien gefüttert wurde. AlphaGo Zero musste also nicht mehr auf mehr als 2000 Jahre Geschichte des Go-Spiels zurückschauen, um es zu beherrschen, sondern es hat absolut ausgereicht, 36 Stunden gegen sich selbst zu spielen. Hey, nur 36 Stunden. Dann war die Software AlphaGo Zero weltweit am besten darin, dieses Spiel zu spielen. Auch besser als ihre Vorgängerin AlphaGo Lee. Sie besiegte ihre Vorgängerin in 100 Spielen zu 0. Also 100 Mal gewonnen, 0 Mal verloren. AlphaGo Lee war von einem auf den anderen Tag nicht mehr weltweit am besten darin, dieses Spiel zu spielen. What? Und es wird noch besser. AlphaGo Zero ist so viel besser, dass sie nur noch einen Rechner mit 4 Hochleistungsprozessoren benötigt. Bei AlphaGo Lee waren es mehrere mit insgesamt 48 Spezialchips, also 12-mal mehr. Und dabei wurde die Software auch noch super kreativ. Zitat, sie erwarb nicht nur fundamentale Elemente der menschlichen Go-Kenntnisse, sondern auch Strategien, die weit über die Spannbreite des traditionellen Go-Wissens hinausgehen. Ja, so Entwickler David Silver. Und nochmal, es handelt sich um tausende Jahre Go-Wissen der Menschheit, die sich diese Maschine in ein paar Stunden beigebracht hat und dabei den Menschen auch noch mit Leichtigkeit überflügelt hat. Es scheint, dass die Skeptiker mit ihren Befürchtungen absolut recht haben. Inzwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg von Facebook ist ja darüber ein heftiger Streit entbrannt. Wir haben ja darüber berichtet. Und es gibt einen Punkt, den ich ganz wichtig finde und den nur wenige auf dem Schirm haben. Wir Menschen sind einfach nicht die Schlauesten. Elon Musk sagt es so, Zitat, das größte Hindernis, die Gefahren von KI zu erkennen, sind diejenigen, die von ihrer eigenen Intelligenz so überzeugt sind, dass sie sich nicht vorstellen können, dass irgendjemand Dinge tun kann, die sie nicht können. Ja, und das ist ja immer so. Jeder Mensch hält sich für intelligent, weil er sich aufgrund seiner beschränkten Intelligenz unmöglich vorstellen kann, dass irgendetwas intelligenter sein kann als er selbst. AlphaGo Zero hat es jetzt bewiesen, dass es doch geht. Ja, wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt und zu allen anderen Themen auf Klicksum, dann lasst mir hier ein Abo da, denn nur dann verpasst ihr kein Video. Und vor allen Dingen verpasst ihr es nicht, wenn ihr mir ein... genau, auf die Glocke gebt, nämlich nur dann erhaltet ihr Nachrichten, wenn ein neues Video online geht. Und ansonsten würde ich das nächste Video empfehlen, das hier verlinkt ist. Da geht es auch um die Gefährlichkeit von künstlicher Intelligenz. Unbedingt anschauen und ansonsten bis dann. Bleibt dran.